Guten Morgen zusammen, pünktlich 8.30 Uhr, mit einem Blick in Gold, in WTI, in den australischen Aktienindex ASX200 und wir schauen mal in den DAX rein. Das ist sehr, sehr spannend, was dort gerade vor sich geht. Gestern gab es da erste zaghafte Versuche für einen Anstieg. Wir sehen gleich mehr, was sich hier raus auch entwickeln kann. Allen Live-Zuschauerinnen und Zuschauern an dieser Stelle sei wie immer gesagt, nutzen Sie gerne die Chance, hier in unseren Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook die Fragen zu stellen, die Sie auf dem Herzen haben, oder gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt mit loszuwerden. Wo wir gerade noch beim Thema Fragen sind, ich hatte vor kurzem eine Anfrage dazu bekommen, ob ich an einem Freitagswebinar nicht mal wieder ein bisschen was zum... Thema Psychologie machen kann, wird morgen passieren. Da gibt es mal wieder einen kleinen Hauch Psychologie, das scheint immer wieder gefragt zu sein, gerade auch jetzt in den aktuellen Börsenphasen. Das also dann morgen, nachdem wir hier die große Rundumbesprechung und die Handelsideen durchgegangen sind. Für heute ganz klar zuerst der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle wie immer auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen: der Handel mit Devisen. Und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke für die lieben guten Morgengrüße. Die gebe ich natürlich hier an alle auch zurück. Und damit gehen wir auf die Tagesnachrichten ein. Und bei den Tagesnachrichten habe ich gerade auch im Morning-Screening gesehen, es gibt einen Burgfrieden zwischen China und den USA in Bezug auf den Handelsstreit. Naja, mal schauen, was bei rauskommt. Burgfrieden ist ja immer nur was Kurzfristiges. Wir schauen. Am Wochenende ist G20-Gipfel, da wird es die ein oder andere Information bestimmt auch geben mit Spannung blicke ich persönlich drauf. Mal gucken, wie es die Märkte ja aufnehmen. Aktuell reagieren sie auf alle Fälle schon mal sehr sehr entspannt. Der DAX steigt ganz schön ordentlich an. Was kommt heute noch? Im Laufe des Tages sehen wir hier noch um 14 Uhr in Deutschland die Nachrichten zum Verbraucherpreisindex. 14.30 Uhr gibt es aus den USA das BIP, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe und die schwebenden Hausverkäufe. Gestern übrigens gab es ja auch die Zahlen zum Öl. Holala, minus 12 war die Zahl, also 12 Millionen Barrel weniger ähm, als in der Vorwoche. Das war doch ein deutliches mehr äh, an Rückgang, als der Markt das erwartet hat. Also auch hier ähm, ja, sind die Zahlen anders. Ausgefallen als erwartet. Man muss aber mal schauen, an was es liegt, ob einfach nur zu wenig reingegangen ist in die Lager oder ob mehr verbraucht worden ist. Das habe ich jetzt hier an dieser Stelle noch nicht eruiert. Gehen wir in die Charts hinein, wie immer hier mit dem Stereo Trader Add-on im MetaTrader 4. Bei Tickmill und wir sehen hier weiterhin den Bullen megamäßig laufen, der australische Aktienindex im Tageschart. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner, warum ich das so sage. Schaut es euch das mal an. Hier unten im Dezember letzten Jahres hat der Markt den Aufwärtstrend gestartet. Wir sehen es hier drüben am Rande. Abwärtstrend wurde hier gebrochen im Januar und seitdem kennt das Ding nur eine Richtung. Und das ist doch irre, oder? Das ist Wahnsinn. Und wir sehen auch immer wieder, dass hier dieser Markt sich gut an charttechnische Marken hält. Aus diesem Grund haben wir den Wert jetzt wieder auf der Uhr. Heißt also hier, was ging ab? Was können wir erwarten? Erstens, wir sehen ganz oben im Chart das Allzeithoch bei knapp 6700 Punkten. Das ist der erste Punkt. Nummer zwei, wir sehen unten hin zwei Unterstützungen. Erstens hier am Ausbruchlevel um die Marke von 6588 Punkten. Und dann sehen wir hier im Bereich dieses Korrekturtiefs nochmal einen Support bei 6520 Punkten. Aber das ist nicht alles. Hier in Magenta eingezeichnet das Support-Level der Stunde. Wir sehen es, der Markt hat jetzt in den letzten Tagen ordentlich korrigiert. Hier nach unten hin gut 50% oder über 50% nach unten rausgenommen von der vergangenen Bewegung. Und er findet hier in dieser Linie immer wieder Kaufbestätigung. Ja? Und wenn sich dieses Bild fortsetzt, dann haben wir erst einmal... Für das ganz kurzfristige natürlich die Chance hier oben das Allzeithoch zu testen, beziehungsweise wenn dieser Markt sein Verhalten auch fortsetzt, dann könnten wir hier durchaus auch einen Schub noch oben drüber sehen. Verraten, wo es und wie es lang geht, wird uns mit Sicherheit hier auch ein Blick in die Stunde und da sehen wir, dass dieser Abwärtsschub hier durch diese aktuelle Dynamik erst einmal rausgenommen ist. Das wird leichter zu sehen, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen. Wir sehen es hier oben, da ist der Markt in den Korrekturhochs immer mal an die Marke von 6680 Punkte rangelaufen. Wenn wir uns den Abwärtstrend mal anschauen, der hier gekommen ist, ich zeichne das mal ganz kurz ein, dann sind wir jetzt in der Situation, dass wir das letzte Korrekturhoch gerade rausgenommen haben? Heißt also hier ganz kurz und im Stück eingezeichnet, das war das letzte Stück in der Abwärtsbewegung und wir sehen es. Wir sind jetzt hier im Hoch der Stundenkerze schon mal mit drüber gelaufen, also das ist sehr, sehr interessant. Wenn es jetzt weiter stark bleibt, wie schon gesagt, gibt es nach oben weitere Anlaufpunkte. Und die haben wir dann sozusagen hier oben liegen am um, der Marke von 6680, beziehungsweise dann geht es schon hoch hier in Richtung Allzeithoch. Und wenn dort auch ein bisschen Kaufstärke reinkommt, dann haben wir hier vielleicht auch das ein oder andere Stück an weiterer Bewegung noch mit uns. Und das Ganze hier, wer es im kurzfristigen Bereich traden möchte, da schalten wir einfach mal kurz um in die kleineren Zeiten hier, in die 15 Minuten. Und da sehen wir es halt auch hier. Hat der Markt mal kurz durchgeatmet, hier und hier und da nach oben. In den 5 Minuten wird das visuell wahrscheinlich noch ein bisschen besser ersichtlich. Da sehen wir schön den Trendverlauf, wie der Markt sich hier nach oben schwingt. Jetzt stehen wir hier schön in der Bewegung. Wenn das Ganze korrigiert, kann man das durchaus dazu nutzen, den Markt nach oben zu traden, für den Fall, dass er einfach. Wie eine Rakete nach oben laufen sollte. Dazu nutzt man dann einfach die kleineren Zeiteinheiten, um das Ganze mit zu traden. An dieser Stelle das zum australischen Aktienindex und wir gehen weiter hier in der aktuellen Zielplanung für heute. Nein, nicht Zielplanung, wir sprechen ja hier über Handelsideen, nicht über irgendwelche Ziele in den Trades. Die gibt uns der Markt. Wir sehen jetzt hier den WTI oder das WTI. Wie schon gesagt, gestern der Ölmarktbericht, der hat hier auch wieder für am Anfang zumindest guten Move intraday gesorgt. Wir sehen es, die ganze Bewegung hier ist sehr, sehr weit gelaufen und mittlerweile hier. Über dieses Level drüber gelaufen, was das Korrekturhoch gewesen ist. Das hat man bei knapp um die 59.50. Das Tageshoch von gestern, das lag hier bei 59.69. Also technisch sind wir schon mal etwas drüber gegangen und jetzt kommt es darauf an, wie sich der Markt hier weiter aufstellt. Ja, gestern haben wir ja dann am Abend leicht den Rückgang von oben noch gesehen. Aber wir sehen es heute, will der Markt auch schon wieder etwas nach oben streben. Es wird hier spannend, wenn der Markt tatsächlich jetzt die Kraft findet, seinen laufenden Stundentrend weiter nach oben fortzusetzen und sich über... Dieser Marke von 59,50 zu stabilisieren, dann könnten wir rein aus technischer Sichtweise heraus durchaus hier weiterlaufen in die 63,78. Vielleicht nicht am Stück, vielleicht immer mal zwischendrin mit Korrekturen, aber auf alle Fälle, wir haben hier die Situation, der Markt will auf alle Fälle hoch und charttechnisch haben wir hier oben dann den nächsten Anlaufpunkt bei 63,78. Läuft es allerdings erst einmal in die Korrektur rein, was ich persönlich, sage ich mal, an dieser Stelle irgendwann für sinnvoll finden würde, einfach damit der Markt auch mal durchatmen kann, aber nach mir geht es ja nicht. Dann geht das Thema korrektive Phase los und da schauen wir einfach, wenn die Stunde gebrochen wird, dann sehen wir die Korrektur. Erste Anzeichen, wie schon gesagt, sind ja schon gekommen. Gestern allerdings ist das ganze Bild noch nicht bestätigt worden. Laufpunkte nach unten wären dann hier swinglos aus der Stunde die liegen ja auch im Bereich der Tagestiefs um die Marke hier von 56 96 und knapp 56 50. Das Ganze natürlich immer auch nochmal mit Blick in die Stunde hier rein heißt. Also ich suche es mal noch etwas kleiner. Da haben wir halt wichtige Anlaufmarker. Wenn wir uns das letzte Stück mal anschauen hier, wir sehen selber hier ein Korrektur tief level in diesem Bereich, wo wir einiges an Supports gefunden hatten. Und dann hier unten dieser Bereich, das wären mal hier die ersten beiden Anlaufpunkte, wenn der Markt nach unten läuft. Und das sehen wir, die Bestätigung würden wir dann bekommen, wenn wir hier das Korrekturtief rausnehmen. Hier unten drunter quasi fallen, dann wäre es die korrektive Phase, die die Stunde dann nach unten freizeichnet und wir dann dazu in der Lage sind, den Weg nach unten etwas mitzunehmen. Und damit schalten wir schon rüber in den Goldmarkt. Da starten wir auf alle Fälle wieder mit dem Blick in den Tag und wir sehen, was Gold in den letzten Tagen gemacht hat. Das erinnert mich schon so ein bisschen an eine Hyperbole-Reaktion. Wow, sage ich bei sowas immer nur. Das ist echt Wahnsinn, was hier passiert ist. Und wir sehen halt auch, dass der Markt momentan etwas durchatmet. Wir haben es gesehen hier vor zwei Handelstagen. Also am Dienstag ist der Markt hier mit dem Hoch in die Marke von 1439 Dollar für die Feinunter reingelaufen. Und dann gab es den Rückgang Intraday schon. Das hat sich dann gestern nach unten hin fortgesetzt. Und wir sehen momentan, geht der Markt auch weiter etwas in die Schwäche rein. Das heißt, wir korrigieren das Ganze und wir sind ja hier unten gestartet bei 1319. Also das heißt, wir sind hier 120 Dollar angestiegen. Das heißt, eine Mitteltiefe Korrektur wären mal locker 60 Dollar tiefer an dieser Stelle. Also wir würden uns dann mal äh, ja im Bereich von ungefähr 1380 Punkten ähm, wiederfinden, wenn man einfach mal eine Mitteltiefe Korrektur hier annimmt. Heißt also durchaus mehr Potenzial zur Unterseite hin, wenn man die Korrektur noch ein bisschen weiter treten möchte. Wenn der Markt rumdreht, dann orientieren wir uns selbstredend nach oben. Und hier haben wir auch wieder die schöne Situation, dass wir alles gut im Stundentrend begleiten können. Heißt also an dieser Stelle, wenn sich hier dieser Stundentrend nach unten fortsetzt, also das kleine, was wir hier in diesem Bereich jetzt auch schon sehen, ich skizziere das mal ganz kurz an, das wäre dann tatsächlich die Situation, dass der Markt wirklich nach unten möchte, hier rausgehend und dann sehen wir nach unten hin die entsprechenden Anlaufpunkte. Und die haben wir dann halt im Chartbild liegen. Die sehen wir relativ gut, wenn wir uns mal die Korrektur los angucken. Und schaut, hier unten haben wir das nächste Korrekturtief am liegen bei 1382 Dollar. Das wäre dann schon mal der Raum für die mittlere Korrekturtiefe. Muss man schauen, wie es geht. Auf alle Fälle, die Marker liegen im Raum. Tiefe Korrekturen könnten dann selbstverständlich hier auch dieses Ausbruchslevel äh, mit rausnehmen. Das heißt einmal das Level, wo wir hier oben über dieses Jahreshoch drüber gelaufen ist, und das ist ja auch genau das Bereich, wo sich dieser Trend nach der Korrektur hier fortgesetzt hat. Also diese Marke, die hat schon gewisse markttechnische Relevanzen und da schauen wir einfach, wo es hingeht. Aktuell, wie schon gesagt, die Korrektur am Laufen hier nach unten. Wenn das Ganze natürlich rumdreht, dann sehen wir es auch am ehesten hier in der Stunde. Das heißt, wenn dieser Trend, der hier nach unten läuft, nach oben hin, durchbrochen wird, dann haben wir die Umkehr und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eher die Oberseite sehen. Das haben wir aktuell noch nicht, aber diese beiden Szenarien, die bieten sich hier sozusagen an. Wenn wir uns die Schwäche vom Markt allerdings auch anschauen und die positiven Meldungen auch vom, äh, vom, vom, vom Markt, also von China, USA, der Handelsstreit, das sorgt schon etwas für Entspannung äh, und da wäre es nicht ungewöhnlich, wenn wir hier im Vorfeld dieser Entspannung doch etwas mehr Moves in den Aktienmärkten sehen und etwas mehr Geld aus dem Goldsektor rausgenommen wird. Und das sorgt dann natürlich für den Verkaufsdruck hier beim Gold und das würde dann die Korrektur etwas nach unten mit anfeuern. Und damit sind wir mit den klassischen Besprechungen hier schon durch. Aber ich habe noch einen extra Bonus heute. Wir gucken nämlich auf den DAX. Ja, den DAX, den hatte ich gestern Nachmittag sehr, sehr eng auf der Uhr. Er hat mir aber leider nicht den Gefallen getan, nach oben zu steigen. Genauso wie es die US-Märkte nicht getan haben. Die haben sich da ein bisschen zickig getan. Am Anfang ging es zwar noch etwas nach oben. Ich hatte ein schönes Setup im NASDAQ drin liegen, aber der Markt hat das einfach nicht weiter vollzogen. Der ist dann nach unten einfach wieder zusammengerutscht und da ist das Ganze für die Long-Richtung ähm, nicht gekommen. Hier im DAX sehen wir momentan halt Interessantes. Wir sind aus der tiefen Korrektur gestern erstmals hier oben drüber gelaufen. Wir haben den Aufwärtstrend gebrochen ähm, und das Ganze ist sehr, sehr spannend zu sehen, wenn es. Sich der Stundenaufwärtstrend jetzt nämlich bildet. Dann haben wir gute Chancen, wieder ein Stück weit nach oben zu laufen. Und das ist das Bild, was wir hier momentan gerade auch am Laufen sehen. Das heißt, ich will jetzt hier auch gar nicht das Ganze zu stark überdehnen, ähm, dass der ein oder andere vielleicht auch noch die Chance hat, so ein Setup hier zu traden. Nichtsdestotrotz, wir schauen mal in die Stunde rein und da sieht hoffentlich gleich jeder, was ich meine. Wir haben hier den letzten Schub nach unten gehabt, hier das Korrekturlevel und da ist der Markt gestern drüber gelaufen. Und wenn wir uns das rein technisch, trendtechnisch anschauen, dann haben wir hier jetzt den ersten Move gehabt und jetzt wird es echt richtig spannend, wenn wir nämlich hier nach der Korrektur direkt reinlaufen in den neuen Trend, dann haben wir gute Karten durch den Trend der Stunde hier nach oben zu laufen. Das heißt, dann laufen die kleinen Zeiteinheiten genau in die gleiche Richtung wie die große Zeiteinheit. Und das ist dann sehr, sehr, sehr bullisch zu sehen, zumindest kurzfristig. Anlaufpunkte haben wir dann hier selbstredend an den Highs, die wir in diesem Trend auch sehen, beziehungsweise dann hier oben um die Marke von 12.447 Punkten, das also hier im DAX hier oben im Widerstandslevel. Also, das bleibt auf alle Fälle auf dem Weg nach oben, ein Stück nach oben, sehr, sehr, sehr spannend. Und damit sage ich hier mit einem Blick in die Chats, keine weiteren Fragen zu sehen. Danke für die Zeit an dieser Stelle. Allen gute Trades und wie schon gesagt, bis morgen, 8.30 Uhr geht es wieder los. Handelsideen, Freitag, den Rundumschlag an den Märkten, der Blick in die großen Indizes. Es gibt Ausbildungsteile im psychologischen Bereich. Das alles morgen. Bis dahin, gute Trades. Tschüss.